after we come into Valiva, the True Love. Welcome to True Love. Yeah, and I have a perfect translator with me today. Ich habe einen perfekten Übersetzer bei mir. So I can talk English, my mother language. So dass ich also Englisch sprechen kann, meine Muttersprache. Yeah, now I can speak to all the people on YouTube. Jetzt kann ich zu allen Leuten auf YouTube sprechen. And all the people in America. Und allen Leuten in Amerika. My family. Meine Familie. My cousins. Meine Cousins. My friends. Meine Freunde. And my gangs. Meine Gangs. Yeah. Yeah. I want to welcome everybody to True Love. Ich möchte alle willkommen heißen bei wahre Liebe. This is a program that's not about religion. In diesem Programm geht es nicht um Religion. But it's about believing. Es geht um Glauben. Yeah, because I'm a believer. Weil ich bin ein Gläubiger. And also been also a disc jockey. Und ich bin auch ein DJ, ein disc jockey. Yeah, and we're going to be interviewing some DJs on this program. Wir werden hier ein paar Interviews haben im Programm. And I think it'd be very, very interesting to watch this program. Und ich denke, es wird sehr interessant sein, dieses Programm zu sehen. Yeah, first of all, I'd like to introduce my translator. He was on my program before. We never got a chance to see his voice. Zuerst möchte ich meinen Übersetzer vorstellen. Er war schon hier im Programm, aber ich habe ihn noch nie gesehen. He was on Valiva and I did a show called Spirit, Soul and Body. Er hat übersetzt bei Spirit, Soul and Body, yeah. Körper, Seele, Geist. And I told you he was in the spirit. Und ich habe damals gesagt, er ist im Geist. And now he's here live. Jetzt ist er hier, live. Yeah, and this is Carsten, Winter. Ja, das ist der Carsten. Like you can get a camera on Carsten. Say hello to the people. Hallo. America, YouTube. On YouTube, you know, yeah, YouTube, yeah. YouTube, genau. Yeah, True Love, yeah. Wahre Liebe. Yeah, and offener kanal. Und offener Kanal, yeah. Yeah, yeah. So this is my translator. Hey, if you need somebody to translate, he's the guy. Das ist mein Übersetzer. Wenn ihr jemanden braucht, der übersetzt, er ist derjenige. I have to say, he's the best translator I've seen so far in Germany that I met personally. Ja, und ich muss sagen, es ist der beste Übersetzer, den ich so weit persönlich gesehen habe in Deutschland. Say, thank you very much. Yeah? Gerne. Thank you. And I thank God for his talent. Ich danke Gott für sein Talent. Yeah. He does translation for a guy, Andrew Womack, mm-hmm. Does some writing for some of the books and translate into English German. Er macht Übersetzungen für einen Mann namens Andrew Womack, Bücher und I think the next thing maybe do something like the show I'm doing, that he could translate live on his program. I didn't get the beginning. That you can maybe translate on his program live. Yeah. Yeah. Dass ich vielleicht auf seinem Programm übersetzen kann, ja. I hope so, for Germany. Yeah. Yeah, anyways, we'd like to continue, and I'd like to talk about, first of all, my life as a DJ. Wie immer, ich mache erstmal weiter. Ich möchte zunächst über mein Leben als ein DJ sprechen. Yeah, I don't know if you hear in the background, I asked some of the people about the my engineer, that's my son, doing the technician. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Hintergrundmusik hört. Yeah, and we have another DJ downstairs, his name is Marquis, and I'm going to introduce you to him a little bit later. Wir haben also meinen Sohn hier und er ist ein anderer DJ. Yeah, but I'd like to maybe introduce myself, because maybe some people never seen me before. Ja, und ich möchte mich auch selber mal übersetzen, vorstellen. Yeah. Einige Leute haben mich vielleicht noch nie gesehen. Yeah, my name is, a lot of people call me Grand Master Mixer C.Moore as DJ. Also, einige Leute nennen mich Großmeister DJ C.Moore. Yeah, and because I used to DJ in many clubs like Starlight, New York, many discos here in Kassel, Germany. Ich bin DJ gewesen in vielen Clubs und Discos hier in Kassel. I played in many discos for the last 15, 18 years. Habe hier in vielen Discos aufgelegt die letzten 15, 18 Jahre. And now I'm trying to do this thing called Holy Hip Hop. Und jetzt versuche ich mich mit heiligen Hip Hop. That's why we're having the studio now downstairs at the front, playing music. Deshalb haben wir das Studio hier und unten. Am Eingang wird Musik gespielt. This is what we call Easter Friday. Das ist, was wir hier Karfreitag nennen. Yeah, and nobody supposed to dance, but they can hear music. Niemand soll jetzt hier tanzen, aber wir können Musik haben. So I'm presenting the Holy Disco, and that's why we have the music in the background, or somebody playing music downstairs.
Also wenn da unten die Disco präsentiert wird und wir Musik haben. And that's why I'll be playing music also, showing people what Holy Hip Hop is about. Und deshalb spielen wir Musik und wir wollen Leuten zeigen, was heiliger Hip Hop ist. Yeah, we have other people here that's to help. Pardon? We have other people here that's helping. Wir haben jetzt hier andere Leute auch dabei. On the camera, we got new people that I never was here before to do the show. Wir haben hier Leute in den Kameras, die noch nie dabei gewesen waren. Yeah, maybe we can show another camera here. Vielleicht können wir diese Kamera mal zeigen. Yeah, maybe one camera can go on here real quickly. Drehen. It's one camera. Say hello, one camera man. Yeah, that's camera two. Das ist Kamera 2, das ist einer der Leute. Yeah, on camera, maybe you can say your name. Vielleicht kannst du deinen Namen sagen. Yeah, Arthur. He's a good breakdancer. Ja, ein guter Breakdancer. Ja, and on camera number one. Auf Kamera Nummer 1 ist. Is say your name? Sag mal deinen Namen. Yeah, I don't think he has a name. Ja, ich denke, er hat einen Namen. say your name. Sag deinen Namen. Ich bin Ali. 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 Yeah, we got it. Ali. Okay, we got Ali on the camera number one. Hi, Ali. Er ist in Kamera Nummer 1. Danke, Ali. Thank you for being here. And on camera number 3, we have... Kamera Nummer 3. Michael Jackson. Michael Jackson, ja. Can we show it? Camera hello? He's saying hello. Yeah? Kann okay, mir mal zeigen? Good. Genau. So. Okay, so okay. We just introduced our TV crew. We have on the sound engineer, we have what we call Gibbs. And I hope we can get a camera of a picture of him. Gibbs, he's on the und Sound ist der Gibbs. Kann man den nochmal kurz zeigen? Yeah. Den Gibbs. Say hello, Gibbs. Yeah. Okay. Okay. Great. Okay, so I think everybody's introduced here in the studio so far. Okay, so ich denke, jetzt habe ich jeden vorgestellt hier im Studio. So yeah. Weit. And I want to say thank you for all the crew that's here to be able to do this for YouTube and for Open the Kanal. Ja, ich möchte euch allen Dank sagen, dass es so möglich ist, das zu tun für YouTube und auf dem Kanal. My wife, that's why we have a third seat. I thought I have my wife will sit and be here with me. Ja, wir haben ja noch einen dritten Stuhl, weil meine Frau noch da sein wird. She's in the studio. Hello, Susan. Sie ist im Studio. Hallo, Susan. Hello. As she said hello, you can't see her. She's in the spirit. Sie ist im Geist, wir können sie nicht sehen. But she's here. Aber yeah. Sie ist hier. Ja. Yeah. And then we have on the technician, we have Clammy. Und in der Technik haben wir Clammy. What you see last time in the program, he danced very nice. He danced for 5 minutes. Den habt ihr letztes Mal im Programm gesehen, da ist er sehr schön getanzt für 5 Minuten. And one film, you got to go to YouTube also and see this guy, Arthur. He can really dance. Und da gibt es einen Film bei YouTube, den müsst ihr unbedingt sehen, Arthur, der kann tanzen. Looking at a commercial that he was doing with a food, I think, with a can or a pot, was that right? Es war faszinierend, was er gemacht hat. He did something with an advertisement for, I think, a Bratpfanne, a pan or something like that. Er hat irgend sowas mit Werbung gemacht für eine Bratpfanne oder sowas. Yeah, he did it really nice and then he made it turn around and hey, it was very nice. Er hat das so ganz nett gemacht, hat so hin und her gedreht. Yeah. Maybe you can go on there and watch that on YouTube. Yeah? I don't know the name, but you can find it. Ja, vielleicht könnt ihr es euch bei YouTube mal angucken. Ich weiß den Namen jetzt nicht, aber ihr findet das schon. Yeah. Anyway, my website is, you see in front, right on the TV screen, www.revivaldisco.com. That's where you can get in touch with me. Auf dem Bildschirm seht ihr jetzt meine Internetadresse, www.revivaldisco.com. Right. My name. A lot of people say Simon, but it's C.Moore, C.Period, M-O-O-R-E. Ja, und den Namen C.Moore, C.M-O-O-R-E. Right, that's so they say C.Moore, yeah. Yeah. Sag mal einfach C.Moore. Yeah, okay. Telephone number is also there. Can you mobile telephone? You can also call. Ja, Telefonnummer seht ihr auch dort. Da könnt ihr mich auf dem Handy anrufen. Yeah. Okay, and give me a call on my handy. I have a handy. Yeah, I got it with me. So call me, and you're gonna call now. You can call, and I go on my handy. Yeah. Ja, ihr könnt mich jetzt anrufen. Habt ihr mich direkt dran? Hey, I got a Galaxy. Ich habe ein Galaxy. Wow. Yeah. No, no advertisement for Galaxy. Nein, nein, keine Werbung für Galaxy. But it's always I always have it by and get in contact with me. The number is right there to call me on my mobile phone.
Aber ich habe immer dabei und könnt mich da kontaktieren. Yeah. So, we would like to continue with the program, and I'd like to introduce what I have started, how I started the DJ. Ja, ich werde jetzt mit meinem Programm weitermachen. Ich möchte jetzt erzählen, wie ich als DJ begonnen habe. I started in America, in Boston, Massachusetts. Ich habe in Amerika begonnen, in Boston, Massachusetts. Yeah, and I was about 15 years old. Ich war ungefähr 15 Jahre alt. Yeah, and at that time I was working at a radio station. Yeah, und at zu der Zeit, station. It was called WRCS. Und damals habe ich in einer Radiostation gearbeitet, die hieß WRCS. Yeah, WRCS, and that was a community school radio station. Und das war eine Radiostation von einer Schule, yeah, der Gemeinde. And that's not for, yeah, for school. And that's why it reached maybe about 10,000 people. Und dieses erreichte etwa 10,000 Leute. So, and now all the young people used to listen to my music. So haben die ganzen Leute meiner Musik zugehört. So, when I started at that time, I was one of the youngest radio DJ in my hometown in Boston, Massachusetts. Als ich damals anfing, war ich einer der jüngsten DJs in meiner Heimatstadt in Boston, in Massachusetts. And from there I went to working in to discos after I got old enough to go to disco. Und dann habe ich dann in zwei Diskotheken gearbeitet, als ich dann alt genug war, das zu tun. Right. Then after I came to Germany, I was in the army, came to Germany, was a soldier stationed in Baumholder. Ich kam dann in die Armee und wurde hier in Deutschland stationiert, in Baumholder. In Baumholder, that's in it's near Idar-Oberstein, maybe you know what this is. Das ist in der Nähe von Idar-Oberstein. Yeah, and I was here for about 1.5 years. Ich war hier ungefähr 1.5 Jahre stationiert. Yeah, and then from there I was doing music, playing with groups. I played guitar, I played drums. Ja, und dann war ich mit Gruppen unterwegs, habe Musik gemacht, Gitarre gespielt, Schlagzeug gespielt. Yeah, so for me the DJ was no problem. Also für mich war das mit dem DJ kein Problem. Yeah, and then I came back to the States and continued to work in different discotheques. Dann kam ich wieder zurück in die Staaten und arbeitete weiter in verschiedenen Diskotheken. Yeah, and then from there I met a girl in America that was German, that was born and raised here in Kassel. Dann traf ich in Amerika ein Mädchen, die kam aus Deutschland und war hier in Kassel geboren und aufgewachsen. Had to say, hey, come to Kassel, bring your music, because nobody never heard you mix. I was one of the first DJs to the mixing in my hometown, and definitely was no mixing here in Germany. Ja, und sie sagte, komm doch nach Kassel. Wir brauchen so Leute. Es gibt keinen, der sowas macht. Yeah. So when I came here, I didn't know that it was. I thought I could come just for my records to be enough. But I went to different discotheques, and they didn't even have mixes like with where you put the headphones in here. Mhm. Und dann ging ich zu zwei verschiedenen Diskotheken und wollte so meine Mixe machen, aber die hatten gar nicht die Ausstattung. Die hatten gar nicht so einen Mixer, wo man so einen Kopfhörer dabei benutzen konnte. Because you got to hear the records before you play it, you know? Wo man dann also die Platten hören kann, bevor man sie abspielt. Yeah. So I had to go back, had to get my sister to send my mixer here. It's called the first mixer, Gemini mixer. I had to ship here to Germany. Also muss ich zurück und mir meinen eigenen Mixer holen, musste den nach Deutschland bringen. And so I was the first to have the first mixing mixer and so on. And also the record player, they didn't have pitch control, so I had to bring my record player too. They had pitch control. Pitch control. Pitch control makes the record go faster. And so Ja, und ich musste auch meinen Plattenspieler mitbringen, weil die Deutschen hatten keine Geschwindigkeitskontrolle, also wo man die Platten mal schneller, mal langsamer abspielen kann. So you know I'm a very, very, very old DJ. Also ihr seht, ich bin ein ganz, ganz, ganz alter DJ. Yeah, so I'm just explaining there how I just began. And the first disco that I worked in when I came here was a disco called San Remo. San Remo Disco on Frankfurter Straße. Ja, so war das also, wie ich angefangen habe. Und die erste Disco, wo ich gearbeitet habe, war St. Remo in der Frankfurter Straße, right, hier in Kassel. And then from there on I went to disco like Odeon, Last Penny Disco. Last Penny was very popular disco.
Dann ging es zum Odeon und zum Last Penny. Das war eine sehr populäre, eine sehr beliebte Disco. Let me say, Last Penny was the second, then there was another one on Stern called Jet Set. Pardon? Jet Set. Jet Set Disco. Ja, dann waren noch eine Jet Set. One called Manhattan Disco. Maybe some people know that. Eine andere Disco war die Manhattan. Einige kennen das vielleicht. Yeah, so I worked in almost all the discos here in Castle, even New York Disco. I was the first DJ to work in a disco in Castle, a popular disco called New York. So dann habe ich in diesen ganzen Diskotheken gearbeitet und auch in New York. And the people didn't, at that time, they were listening to Depeche Mode and I was mixing this kind of music which the people never heard before. Und zu dieser Zeit hörten die Leute gerne so Musik wie Depeche Mode. Und ich habe das gemischt und gemixt und das haben die Leute noch nie gehört so. Yeah, so that's how I got popular and that's why I stayed here in Germany, which I thought I would only be here for three months or 6 months. Mm-hmm. Und so wurde ich hier bekannt und beliebt in Deutschland und so kam es, dass ich hier blieb, obwohl ich ursprünglich nur 3 Monate bleiben wollte. Mm-hmm. And the bosses all said, you have to stay. You are a DJ for life and stay in our place. We give you everything you need. Und der Boss hat auch gesagt, hier, du musst bleiben, wir geben dir alles, was du brauchst. Right. So, I'm still here. I'm doing what you call holy hip-hop now, because it seems like everybody done copying me. A lot of DJs has copied my style now. Und deshalb bin ich jetzt immer noch hier. Ich mache das wie oldie hip-hop? Holy. Holy, ja. Yeah. Also heiligen Hip-Hop. Und eine Menge von DJs haben meinen Stil, meine Art schon imitiert. Yeah, so I'm doing like a new thing I'm trying to present, and that's what I'm doing here now in Offener Kanal downstairs is presenting this holy disco. Und ich stelle euch das jetzt vor, und unten in der Foyer wird diese Musik gespielt, dieser heilige Hip-Hop, holy Hip-Hop. Now, if you have a chance, I want to say to people here on this camera, I'm going to play some of the music that I'll be doing in the disco. I want to show the people here in Germany, which is popular in America, what I'm trying to present. Sorry, I didn't get it. I want to show the people, let the people hear and see me play music downstairs. So they get an idea of what the holy hip-hop is about. Ah, ich will das den Leuten zeigen, dass sie unten eine Idee davon bekommen, was das ist mit dem heiligen Hip-Hop, mit dem holy hip-hop. Right. Maybe you never heard it, but it sounds like the new hip-hop that they play today in the discos. Mm-hmm. Vielleicht haben sie noch nie gehört, aber es klingt so genauso wie der normale Hip-Hop, den man in Diskotheken spielt. Only the words and stuff like that is sometimes really, I think, in disco very, very with sexuality. Tate or the sexual things, for me, we say in English, perverted music. Ja, nur in den Worten, im Text unterscheiden sie sich. Also gerade die normale Musik ist hier in den Diskotheken oft mit sexualisierten, mit perversen Texten unterlegt. Oder with criminal, you know, with fighting and murder and very, very much anger and hate. Ja, mit kriminellen Ideen, mit Kampf, mit Mord, mit Zorn, Hass. Yeah, and that's why I try to do the holy hip hop. There's one music. My wife was telling me, oh, you should see this music, what they play on the radio. It's really, really bad. Und das ist der Grund, weshalb ich diese Musik machte. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, du musst dir mal diese Musik anhören, die sie auf dem Radio spielen. Die ist wirklich übel. Yeah, so here's one song you should listen to. Some of the words in it, and in some of the words it's talking about this lady, I think it's called Rosanna. Rosanna by a group called Wax. Also jetzt hört mal es auf bei dieser Musik auf den Text. Da geht es um eine Lady namens Rosanna aus einer von einer Gruppe namens Wax. Wax. Wax, yeah. Maybe listen to that. Just a little bit. I wish I can hear it. I don't have it here. I have it on my laptop. Ich kann es leider selber nicht anhören. Ich habe das auf meinem Laptop, aber ihr könnt euch das mal anhören. Yeah, and if you maybe you don't understand English so much, but what they're talking about on the song is basically about how you can have sex with a lady and do what you want to do with this lady. You know?
Also wenn ihr kein Englisch versteht, es geht grundlegend darum, wie ihr Sex haben könnt mit dieser Lady und wie ihr machen könnt, was ihr wollt mit dieser Dame. Ja, yeah, we say it's very, very nasty. Wir sagen, das ist sehr, sehr hässlich. Ja, yeah. Und pervers. Yeah. Und pervers, ja. Yeah. Yeah. So, you can listen to a little bit, yeah? Wir können ein wenig zuhören. Ja. Yeah. Okay. So, that's basically, I don't know if you know English, but that basically, that's what the whole thing is saying to the whole thing. In America, really, you're not even allowed to play something like that. Pardon? In America, it would be not allowed to yeah. play some music like that. Also, ich weiß nicht, ob ihr das so versteht, aber die Texte sind wirklich unangenehm und in Amerika dürfte das an vielen Orten gar nicht gespielt werden. Right, that's right. And that's why I'm trying to make something new for the younger people. It's called Holy Hip Hop. Und deshalb versuche ich etwas Neues zu machen für junge Leute, das ich Heiligen Hip Hop nenne. And I'm going to play that right now, so you can get a chance to hear what I do. Und das werde ich jetzt gerade jetzt spielen, damit ihr eine Gelegenheit bekommt, zu sehen, zu hören, was ich tue. I hope I can get it to play in a disco or on radio. I hope really on radio that I can have a chance maybe playing a radio or other kanal, maybe radio kanal. There's a new radio station that I can play this kind of music. Ich hoffe, dass ich Gelegenheit bekomme, diese Musik in der Diskothek zu spielen oder im Radio oder vielleicht auf Radio HNA. Ja, und ja, that you could tune in and listen to it. I think you really like it. Dass ihr euch da reinschalten könnt und es anhören könnt. Ich denke, ihr werdet es wirklich mögen. Ja, yeah, if you really like it, please give me a call on the telephone number, what's on the screen. Wenn ihr es mögt, dann ruft mich mal an unter der Nummer, die ihr auf dem Bildschirm seht. Maybe you're watching this tape from America or Japan or Canada or Mexico. Vielleicht seht ihr dieses Band jetzt in Amerika oder Japan oder Mexiko. Yeah, so wherever you be in the world, on YouTube, because YouTube is worldwide. Wo immer in der Welt seid, über YouTube. You can send me email on this address, www.revivaldisco.com. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken über diese Adresse, die ihr findet unter www.revivaldisco.com. Yeah, that's just the website, and on the website, that is my email address on the bottom. Das ist meine Webseite und auf der Webseite findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Okay, so yeah, I hope to hear from you to give your view about the Holy Disco. Ich hoffe, dass ich von euch höre und dass ihr mir mal so eure Sicht der Heiligen Disco. Yeah, I have also a mix mitteilt. On the website and on YouTube. It's called Prayer. Ich habe auch einen Mix auf der Webseite und auf YouTube. Ja, yeah, it's called Pray Mega Mix. Das ist ein Gebets-Mega Mix. You can hear the whole thing on Facebook. Ihr könnt das Ganze auf Facebook hören. Ja, yeah. Und I'd be glad to hear from you what you think about it. Ja, und ich würde mich freuen, von euch zu hören, was ihr darüber denkt. Okay, I have a lot I want to say about disco and DJs that I have met, and like I said, we have a DJ that's coming up. We would like to introduce. But I like to maybe do it on the next Es gibt noch eine Menge, was ich zu erzählen habe über Discos und DJs. Wir haben ja noch einen anderen DJ, den wir gerne interviewen möchten, aber das machen wir vielleicht in der nächsten Sendung. Ja, yeah. Okay. I want to thank Carsten for translating. He did a wonderful job again. Ich möchte Carsten fürs Übersetzen danken. Er hat einen wundervollen Job wieder gemacht. Okay, so take a look at this. And we'll be right back, right after this. Ja, schaut euch das an und dann werden wir gleich wieder zurück sein. Okay, good. So, ladies and gentlemen, welcome to with Grandmaster Mixer C.Moore here in the studio. Open the Kanal studio, saying hello to YouTube. I was talking to all the Leute here in Germany, in Kassel. Grandmaster Mixer on the wheels of steels. Doing the Christian style with a lot of good music. Let's get certified. And on the BT Express. C.Moore, your Grand Master Mixer. In the mix, 2013.
This is Radio and Fanzine Zusammen here at Over the Canal. Neuer. Over the Canal Castle. And on YouTube, Facebook, and at your home. C.Moore. Live. Yeah, we're in the bottle. Grandmaster Mixer live and in your home. It's a house of idea. Swipe out in the thrice in. Shoot me to that. Grandmaster Mixer. On the TV, on Fanzine. Open the canal. Facebook, YouTube. And worldwide net.
we're gonna get down on Saturday night in the groove. Grandmaster Mixer on the Wheels of Steel in the Super Mix. Yes, for you. At home on Benzene, over the canal, Facebook, YouTube, and the World Wide Web. Does. This for Jesus. Oh yeah, it's fine. It's poison. In the mix. See, that's Oldie But Goldie, Stevie B. I'm gonna mix it up. Baby.
Yeah, in the mix. Cool in the game. Back to beat. Here's the beat.
Madonna. You coming? I'm moving on the telephone number that foreigner can now for me. Yeah. It's Sakma Seymour. Hello. Yeah, say, how are you? Shalom, shalom. My siren. In the mix with the beat. Michael Jackson. Gonna double beat it. Yeah, playing with your mind, huh? Ah, just have a little fun. This is sponsored by Riding with Michael Jackson. By me, C.Moore in the mix. And mother always told me, be careful who you love, be careful what you do.
Vega. In the Firma by Logistic. With all the Goosen. The man in Firma, who is how about it? Rudolph. 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 Everybody out. And all of my colleagues stab the fire, huh? All the stab the fire, say, huh? Hit him, yeah? The C.Moore Grand Master Mixer, C.Moore and Open the Canal. Looking for that good stuff. Hello, YouTube. Your back. Hello, Facebook. Open the Canal. Not so bad. I just like to do what the bad folks do. Sing, Whispers!
this song reminds me of a Soul Train by C.Moore. The Ali Kent Soul Train, huh? Just then a man walked up to me and said, see more at the Esther Soul Train Party. Direct and open the canal in the Bahnhof. By here, the Esther Soul Train. In Deutschland, Kassel, mit mir. Okay. Watch the people dance. In the train.